Guten Abend und herzlich willkommen bei mir im Zentrum. Heute vor exakt einem Monat, am 14. Oktober, hat Bundeskanzler Alexander Schallenberg an die wörtlich Zögerer und Zauderer appelliert zu handeln. Er meinte jenen Teil der Bevölkerung, der sich noch nicht hat impfen lassen. Heute klingt der Appell auch wie einer an die Politik selbst. Die Aufgabenteilung ist klar. Die Wissenschaft rechnet, analysiert, prognostiziert und die Politik entscheidet. Regierung und einzelne Landeshauptleute haben gezögert und gezaudert, die Schuld auf andere geschoben und nicht oder sehr spät entschieden. Den Stufenplan, wo man mit 3 Stufen begonnen hat, um kurz darauf 2 dazuzustückeln und dann welche zusammen oder vorzuziehen, kann man getrost als gescheitert bezeichnen. Ab morgen gilt für knapp 2 Millionen Menschen der Lockdown für Ungeimpfte. Weltweit sind wir eines der ersten Länder mit diesem Experiment. Kann man damit die 4. Welle brechen? Der Berliner Virologe Christian Drosten sagte diese Woche, wir haben keine Pandemie der Ungeimpften, wir haben eine Pandemie. Warum in einer Notsituation niemand von der verantwortlichen Politik kommt, um für die Menschen in diesem Land sichtbar und transparent mit Experten und Expertinnen zu diskutieren, ist schwer nachvollziehbar. Eingeladen waren von den Grünen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, dass er nach der ZIP2 zu uns kommt, Vizekanzler Werner Kogler, Klubobfrau Sigrid Maurer, von der ÖVP-Parteichef Sebastian Kurz, der stellvertretende Klubobmann August Wöginger, Innenminister Karl Nehammer, sowie die Landeshauptleute Hermann Schützenhöfer, Thomas Stelzer, Günter Platter und Wilfried Haslauer. Sie alle haben die Einladung abgelehnt. Ich freue mich aber auf Pamela Rendi-Wagner, die Bundesparteivorsitzende und Klubobfrau SPÖ und ehemalige Gesundheitsministerin, sagt, mit einem wissensbasierten und vorausschauenden Pandemiemanagement hätte die Bundesregierung die Wucht der 4. Welle reduzieren können und müssen. Statt Verantwortung abzuschieben, sollte sie endlich auf die Experten hören. Maria Rauch-Kallert, die ehemalige Gesundheitsministerin ÖVP, sagt, ein Kraftakt der Vernunft aller Menschen, die in Österreich leben oder uns besuchen, könnte diese 4. Welle schnell brechen. Peter Klimek, der Komplexitätsforscher von der Med-Uni Wien, sagt, es braucht jetzt konsequente Maßnahmen zur Kontaktreduktion und eine klare langfristige Strategie. Helmut Samonik, der Rektor Med-Uni Graz, meint, wir kommen um eine stufenweise Einführung einer Impfpflicht nicht herum, wenn sich die Durchimpfungsrate nicht drastisch erhöht. Und Dorothee von La, die Virologin von der Med-Uni Innsbruck, sagt, der Lockdown für Ungeimpfte ist ein Experiment. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Auf ORF On, debatte.orf.at/imzentrum können Sie debattieren. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Frau von La, der Lockdown für Ungeimpfte ist ein Experiment. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Das ist Ihr Thesensatz. Wird dieses Experiment namens Lockdown für Ungeimpfte die 4. Welle brechen? Also wenn sich die Ungeimpften auch dran halten, was wir ja alle hoffen, dann gibt es schon die Möglichkeit. Aber groß rum experimentieren können wir eigentlich nicht mehr. Wir müssen relativ rasch jetzt sehen, dass die Inzidenzen zurückgehen. Man muss ja bedenken, die Verzögerung zur Intensivstation sind noch mal so 2-3 Wochen, bis da die Zahlen sich wieder stabilisieren. Also eigentlich gibt es keine Zeit mehr, noch rumzuprobieren. Eigentlich müsste man alles, was man jetzt hat, aufbieten. Und auch zusätzliche Maßnahmen noch ergreifen. Müsste es einen Lockdown zumindest in Oberösterreich und Salzburg für alle geben, auch für die Geimpften? Gut, das ist zumindest eine Maßnahme, von der wir sehr sicher wissen, dass sie hilft. Wir haben das ja in der Vergangenheit mehrmals gemacht, nicht nur Österreich, viele Länder. Und überall hat sich gezeigt, dass ein kompletter Lockdown die Inzidenzen sehr rasch senkt. Jetzt hat der Gesundheitsminister Mückstein in der ZIP2 gerade gesagt, es gibt ein Maßnahmenpaket, das mit dem Prognosekonsortium, wo Sie ja auch dabei sitzen und auch Herr Klimek gemeint, es gibt eins, das auf dem Tisch liegt und man beobachtet jetzt mal 10 Tage, ob das funktioniert, der Lockdown für Ungeimpfte, und dann gibt es weitere Maßnahmen. Die erste Frage an Sie, was sind das für Maßnahmen, und zweitens, müsste man die nicht sofort machen oder haben wir dazu auch noch die 10 Tage Zeit? Bin immer noch ich gemeint? Ja.
Ja, also 10 Tage ist eindeutig zu lang. Also dann derzeit steigen die Inzidenzen weiter und die Zahlen auf Intensiv werden entsprechend 2 Wochen später dann auch weiter steigen. Also das, so lange haben wir keine Zeit mehr, denke ich. Wir müssen jetzt relativ rasch noch in den nächsten Tagen weitere Maßnahmen auf den Weg bringen. Welche Maßnahmen wären das, Frau Professor? Ja gut, der Katalog ist ja bekannt. Ich meine, die Maskenpflicht in Innenräumen, die Schließung der Nachtgastronomie. Ich glaube, es ist müßig, das alles aufzuzählen. Das ist inzwischen jedem, der einigermaßen die Nachrichten verfolgt, bekannt, was man da an Arsenal zur Verfügung hat. Und ich denke, das müssen wir jetzt ausschöpfen. Ja. Herr Klimek, die Wissenschaftskollegin von Ö1, Elke Ziegler, sagt, auch wenn es politisch unerwünscht ist, nur eine Kontaktreduktion durch alle, also ungeimpft und geimpft, kann die Welle brechen. Die nächsten Wochen werden sehr bedrückend. Jetzt geht es darum, den Dezember zu retten. Hat sie recht? Dem würde ich mich im Großen und Ganzen anschließen. Ich möchte da eine Perspektive mit reinbringen, die jetzt noch fehlt. Und das ist die der klaren, langfristigen Strategie. Jetzt nur mal ein Gedankenexperiment. Wir würden heute in den harten Lockdown gehen, dann könnten wir die Zahlen, die Inzidenzen runterkriegen in den nächsten Wochen. Was machen wir dann? Haben wir dann Kontaktbeschränkungsmaßnahmen für den Rest vom Winter? Oder wie soll es dann weitergehen? Das heißt, in Wahrheit muss ich ja, wie ich jetzt auf diese Akutkrise, also wir haben in Wahrheit gerade 2 Krisen zu lösen. Wir haben die Akutkrise, die Zahlen sind jetzt so hoch, dass sie unser Gesundheitssystem sehr wahrscheinlich in die Knie zwingen können. Und wir müssen schauen, dass wir über den Winter kommen, ohne dass wir dann, wenn wir die Kontaktbeschränkungen jetzt wieder lockern, dann eine neuerliche Welle im zweiten Teil des Winters haben. Das heißt, das Erste, was, und das muss am Ende des Tages können das jetzt nicht wir Experten bestimmen, das muss gesellschaftlich, politisch entschieden werden. Wie wollen wir langfristig damit umgehen? Wollen wir haben, dass wir, man kann ja sich auch auf den Punkt stellen, und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht teilweise schon passiert, was bringt es jetzt noch, die Kontakte zu reduzieren? Die Inzidenzen sind schon so hoch, wir lassen das jetzt durchlaufen und in ein paar Wochen ist eh vorbei, weil dann ist das Virus einfach durchgerauscht. Und da muss man sich auch mal klar positionieren, ist es noch das Ziel, hier unser Gesundheitssystem innerhalb seiner Kapazitäten zu halten oder lassen wir es jetzt einfach darauf ankommen? 2 konkrete Fragen trotzdem. Zuallererst, die langfristige Strategie besprechen wir natürlich, aber jetzt geht es wirklich darum, was muss man aktuell tun, wenn die Zahlen so hoch sind. 30% Kontaktreduktion, sagen die Expertinnen und Experten vom Prognosekonsortium, wo sie auch Mitglied sind, werden wir das mit diesem Lockdown für Ungeimpfte schaffen, diese 30%? Ja, erst einmal, weil Sie vorher gesagt haben, Frau Professor von Laar ist eine sehr geschätzte Kollaborationspartner, aber kein Mitglied vom Prognosekonsortium, weil wir holen natürlich immer sehr gerne ihre Expertise ein zu virologischen Fragen. Was wir gemacht haben, und das machen wir jetzt schon laufend die letzten Wochen, ist zu bewerten, wie verschiedene Handlungsoptionen sich auf das Infektionsgeschehen niederschlagen. Und das ist unsere Perspektive. Da gibt es viel mehr Perspektiven, die man mit einziehen muss, aber unser Fach ist, wie wirkt sich das auf die Infektionskurve aus? Und da muss man jetzt natürlich sagen, einerseits ist schon davon auszugehen, dass ich mit Kontaktreduktionen, wenn die komplett 100% konsequent durchgesetzt werden von jetzt nur Ungeimpften, da eine Wirkung erzielen kann. Aber wir wissen ja ungefähr, dass 60% in Absolutzahlen der Fälle kommen von Personen, die sind nicht geimpft und auch noch nicht genesen. Das heißt, jede Maßnahme, mit der ich auf diese Population, auf diese Gruppe von Leuten abziele, kann jetzt nur maximal, theoretisches Obermaximum, 60% der Wirksamkeit erreichen von dem, wenn man das in der allgemein macht. Und dann, wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Wirksamkeit von Maßnahmen im vergangenen Pandemieverlauf war, dann sieht man einfach, dass das sich nur sehr knapp ausgehen kann. Und da müsste man wirklich davon ausgehen, dass das alles perfekt kontrolliert und umgesetzt wird. Und das macht das Ganze einfach zu einem Riesenexperiment. Was heute aufgefallen ist in der Pressekonferenz von Bundeskanzler Schallenberg und Gesundheitsminister Mückstein, dass eine Frage auch nicht beantwortet wurde, beziehungsweise man nicht gesagt hat, wann wird denn der Lockdown für Ungeimpfte als Erfolg gesehen oder wann muss er verschärft werden? Reicht das tatsächlich, diese 10 Tage, die wir jetzt gehört haben vom Minister in der ZIP 2?
Da ist die Arithmetik ganz einfach. Je härter die Maßnahmen sind, desto kürzer muss ich sie anwenden, um eine entsprechende Reduktion des Infektionsgeschehens zu erreichen. Das heißt, wenn man hier zögerlich, rein inkrementell immer nur ein bisschen bremst, dann flacht man die Kurve halt ein bisschen ab, aber verlängert damit diesen Akutzustand, in dem wir jetzt gerade sind. Und von daher ist allgemein die Meinung eigentlich so, dass wenn man schon zu durchgreifenden Maßnahmen greift, dann muss natürlich in unser aller Interesse sein, das so kurz wie möglich zu halten. Und der andere Faktor ist, dass wir ja wissen, dass die Maßnahmenadhärenz, die Bereitschaft, insbesondere einschneidende Maßnahmen mitzutragen, dass die von Woche zu Woche sinkt. Von daher hat man dann ein sehr beschränktes Handlungsfenster. Die 10 Tage zu lang? Um zu warten, bis die Maßnahmen, also um zu bewerten und dann Maßnahmen zu setzen, ja, das kann uns in der Zwischenzeit davon galoppieren, wie es in den letzten Wochen davon galoppiert ist. Frau Rauch-Kallert, Ehrlichkeit und keine Versäumniswellen, das war in einem sehr berührenden Interview gestern zu hören von Karin Engel, der Leiterin einer Intensivstation, die sich das wünscht. Ehrlichkeit und keine Versäumniswellen von der verantwortlichen Politik. Sie sind bekannt dafür, dass sie sich kein Blatt vor den Mund nehmen. Eva Linsinger vom Profil hat geschrieben heute in ihrem Leitartikel: Mit Propaganda, Schönreden, Fakten verdrehen und Föderalismus lässt sich keine Pandemie bekämpfen. Hat sie recht oder recht? Das hat sicher recht, dass man mit Propaganda nicht eine Pandemie und mit Reden auch nicht bekämpfen kann, sondern mit Maßnahmen, die notwendig sind. Die Frau Professor van Laar hat ja bereits gesagt, sie liegen alle auf dem Tisch. Sie sind bekannt für jeden, der sich seriös mit dem Thema auseinandersetzt, der die Nachrichten verfolgt. Und es ist natürlich jedem auch unbenommen, dass er über das hinaus seinen Beitrag leistet oder ihren Beitrag leistet, um diese Pandemie und diese vierte Welle zu brechen. Denn ich gebe dem Herrn Klimek recht, dass auch irgendwann einmal die Bereitschaft des größeren Teils der Bevölkerung enden wollend ist, wenn es darum geht, Maßnahmen zu befolgen. Aber niemand hindert jemanden persönlich daran, seine eigenen Kontakte bewusst zu beschränken, Maske zu tragen, überall dort, auch wenn es noch nicht verpflichtend ist, wo sie oder er das Gefühl hat, dass es besser ist, ich habe eine auf, sich regelmäßig die Hände zu waschen, sich regelmäßig die Hände zu desinfizieren, keine Hände zu geben. All das sollten wir jeder von uns bedenken. Und das war ja auch mit meinem Satz gemeint. Jeder kann beitragen und dass wir diese Welle, diese vierte Welle brechen können. Niemand wollte, dass wir so weit kommen, dass wir über einen Teil-Lockdown sprechen. Peter Filzmaier hat gemeint, es ist ein Kommunikationsdesaster. Er meint, erstens, die Koordination der Regierungskommunikation funktioniert ungewollt nicht, man schafft es nicht. Oder zweitens, es funktioniert gewollt nicht, man spielt politische Strategiespielchen mitten am Höhepunkt der Pandemie. Was ist es? Also geben Sie ihm recht, dass es wirklich ein Kommunikationsdesaster war? Es sind natürlich schwierige Zusammenhänge, die zu erklären sind. Also die Kommunikation wäre sicher verbesserbar gewesen, auch wenn man sozusagen in der Zwischenzeit weiß, man hat den ganzen Sommer darüber geredet, dass Impfen notwendig ist. Am Anfang gab es einen Run auf die Impfung, im Jänner, Februar konnte es niemand erwarten und dann irgendwann ist es im Sommer abgeebbt und hat gedacht, ist ohnehin vorbei oder jetzt haben wir kaum mehr Krankheiten und man hat offensichtlich in der Bevölkerung geglaubt, dass 50-60% Durchimpfungsrate genug ist, obwohl jeder Experte oder jede Expertin darauf hingewiesen hat, dass wir eine Durchimpfungsrate von mindestens 80% brauchen, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Und Israel hat es ja auch im Sommer gezeigt. Die hatten ja schon diese vierte Welle einige Monate früher und haben sie auch mit der dritten Impfung zum Teil dann tatsächlich in den Griff bekommen können. Dass das sozusagen nicht durchgedrungen ist und dass man im Herbst das Gefühl hatte, dass sehr viele glauben, es ist ohnehin alles in Ordnung. Und jetzt haben wir nicht mehr diese Ansteckungsraten
und alle Ereignisse, die die letzten 18 Monate nicht stattfinden konnten, wurden auf einmal nachgeholt. Das hat natürlich auch dazu beigetragen. Man muss ja dazu sagen, dass im Sommer eben die Impfkampagnen ja massiv zurückgefahren wurden von der Regierung. Glauben Sie, dass es einen Lockdown, dass wir der Gefahr eines Lockdowns für alle, dass wir der entgehen können? Das könnte vielleicht noch möglich sein. Denn ich glaube, man spricht jetzt immer von der Spaltung der Bevölkerung. Jetzt sind es aber 70% sind geimpft, 30% zögern noch oder aus welchen Gründen immer. Die Spaltung wird vor allem dann eintreten, wenn die Geimpften die Geduld mit den Ungeimpften verlieren. Und das muss man vermeiden. Das heißt, man muss wirklich mit den Menschen reden und man kann auch tun. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen. Mein Bruder, meine Schwägerin sind über 80, sind das dritte Mal geimpft. Meine Schwägerin hat die Friseurin gewechselt, weil die sich geweigert hat zu impfen und die im Nagelstudio, alles in Oberösterreich, sich auch noch geweigert hat, überhaupt eine Maske aufzusetzen, obwohl das gesetzlich ja eigentlich für die körpernahen Dienstleistungen notwendig ist. Und ich denke, so kann jeder von uns auch auf seine Kunden oder mit einwirken, dass vielleicht doch ein Umdenken erfolgt. Frau Rindi-Wagner, Sie haben in der ZIP 2 am Freitag gesagt, dass ein Bild genommen, wo Sie gemeint haben, die Regierung fährt mit 200 km/h gegen die Wand und dann aber nicht so ganz klar beantwortet, weil wenn man mit 200 km/h gegen eine Wand fährt, dann braucht es eine Notbremsung. Der Lockdown für Ungeimpfte ist eine halbe Bremsung, der Lockdown für alle ist eine volle. Also glauben Sie, dass wir einen Lockdown für alle brauchen? Die Frage ist überhaupt, ob ein Lockdown für Ungeimpfte überhaupt eine halbe Bremsung ist, weil es geht aus den Expertenmeinungen klar hervor, dass die Wirksamkeit nicht nachgewiesen ist. Man weiß nicht, wie man es umsetzt, man weiß nicht, wie man es kontrolliert. Viele offene Fragen. Aber klar ist für uns alle, und ich glaube, da stimmen wir alle Anwesenden zu, dass der Schaden begrenzt werden muss, der jetzt schon angerichtet ist und dass der nicht noch größer wird. Das ist ganz klar und daher braucht es jetzt wirksame Maßnahmen. Und ich denke, wir haben vergessen immer, dass wir genau vor einer Woche, nämlich am Montag, eine 2G-Regel österreichweit in der Gastronomie und bei den Friseuren eingeführt haben, die ja im Prinzip schon einen Teil-Lockdown für Ungeimpfte bedeuten, weil es heißt, dass Ungeimpfte, wenn sie nicht, dass sie aus dem sozialen Leben weitgehend ausgeschlossen sind, das Einzige, was sie jetzt noch dürfen, ist einkaufen gehen. Ja? Also das ist ja schon eine Art Lockdown für die Ungeimpften. Und man hat die Zeit nicht abgewartet, bis man sieht, ob das überhaupt eine Wirkung erzeugt. Das wird man frühestens Mitte nächster Woche sehen. Also jetzt zu sagen, wirkt der Lockdown für Ungeimpfte, der ab Montag gelten soll, ab morgen, ist ein bisschen seltsam, weil man hat seit einer Woche schon einen Teil-Lockdown für Ungeimpfte. Aber es braucht sicherlich zusätzliche Maßnahmen. Und ich habe ja Mitte dieser Woche ganz forciert die dritte Impfung so früh wie möglich, das ist 4 Monate nach dem zweiten Stich für alle gefordert, nicht nur für Risikogruppen, weil, wie Frau Rauch-Kallert schon festgestellt, das war die Waffe, wie Israel die vierte Welle gebrochen hat. Schnell die dritte Impfung, um die Impfdurchbrüche, die jetzt so zunehmen, zu reduzieren und damit auch die Virusausbreitung dramatisch zu reduzieren. Das wirkt innerhalb weniger Tage, kann man eine Immunität aufbauen. Und zusätzlich gibt es eine ganze Palette von Maßnahmen, die noch nicht ausgeschöpft sind. Die Kollegin von Lahr hat das schon erwähnt, also die FFP2-Maskenpflicht in allen Innenräumen, österreichweit dringend notwendig, Verschärfungen bei der Quarantäne dringend notwendig, Verschärfungen in der Nachtgastronomie, wo viele doch Hotspots immer wieder entstehen, dringend notwendig, wenn überhaupt in Hochrisikogebieten überhaupt die Nachtgastronomie zu sperren, das wäre aus meiner Sicht schon notwendig und große Veranstaltungen. Oberösterreich, genau. Aber also, Stichwort Oberösterreich, Frau Rindi-Wagner. Da ist viel nicht ausgeschöpft, ja, in diesem Bereich.
Und ich denke, das sollte die Regierung jedenfalls noch nachschärfen. Der Vorgänger von Wolfgang Mückstein, Rudi Anschober, der Ex-Gesundheitsminister, hat heute in der Krone geschrieben, dass er meint, dass eben in Oberösterreich und Salzburg ein Lockdown für alle gelten sollte. Sie als ehemalige Gesundheitsministerin, wer hat jetzt recht? Also der Amtierende oder der Vorgänger? Was ist zu tun in diesen zwei Bundesländern, wo es wirklich was brennt? Also was Lockdown für alle oder komplett Lockdown betrifft, so haben wir da ja auch Erfahrungen. Es wiederholt sich ja jetzt gerade der letzte Herbst, das letzte Jahr, obwohl es jetzt eine Impfung gibt. Und damals war die Situation, dass genau heute, vor einem Jahr, der 14. November, der totale Lockdown verhängt wurde. Damals war die Belagszahl auf den Intensivstationen 581 Covid-Patienten österreichweit. Das ist eine sehr hohe Zahl. Davon sind wir zum Glück noch entfernt. Aber ich schließe nicht aus, wenn wir in diese Richtung gehen, also 70% der Gesamt-Covid-Intensivkapazitäten österreichweit erreichen, dass die Bundesregierung nicht drumherum kommen wird, um die nötige Kontaktreduktion schnell zu erzielen, Voll- oder Komplett-Lockdowns zu verhängen. Das wäre aus meiner Sicht dann natürlich notwendig, aber es wäre auch ein Drama und das hat Name und Adresse. Dieser Schaden, der hier angerichtet wurde, und ein Lockdown heißt noch mal mehr Schaden, das müssen wir wissen, weil der ist mit viel Kollateralschaden vergesellschaftet. Und das ist eigentlich ein Bild des Scheiterns des Corona-Managements dieser Bundesregierung. Wir haben uns nur angeschaut, noch mal in einer Grafik, was den Lockdown betrifft. Und nach Beginn der bisherigen Lockdowns sind die Infektionszahlen natürlich bisher immer stark gesunken. Das zeigen wir Ihnen in einer Grafik nach Beginn des ersten Lockdowns im März 2020, des zweiten und dritten im November und um die Jahreswende. Also auch nach Beginn des Ost-Lockdowns sind die Infektionszahlen stark nach unten gesunken. Und Experten und Expertinnen sind sich natürlich einig, dass diese Kontaktbeschränkungen eben eine Corona-Welle brechen können. Übrigens hat Gabriel Felbermayr, der WIFO-Chef, in einem Standard-Kommentar geschrieben, dass 70 Millionen Euro täglich kostet ein Lockdown, oder hat es durchgerechnet, für Ungeimpfte, und ein Lockdown für alle würde 200 Millionen Euro kosten. Also Geld, das man natürlich woanders vorher gut einsetzen hätte können. Herr Simonik, der dritte Stich, das hat jetzt Frau Rendi-Wagner schon angesprochen. Hier, das ist auch etwas, wo Sie sagen, da müsste man viel, viel massiver und schneller handeln. Ja, Frau Dr. Rendi-Wagner hat das schon angeführt, dass das offensichtlich in Israel doch dann da durch den dritten Stich gelungen ist, diese Umkehr zu schaffen. Und es ist tatsächlich so, dass dieser dritte Stich, und das sollte man allen bewusst machen, bereits nach allem, was wir wissen, nach einer Woche schon wirkt. Wir sollten aber auch nicht vergessen, dass bei der Erstimpfung auch die Wirkung bereits nach 10 Tagen einsetzt. Das heißt, es zahlt sich nicht nur aus, zu appellieren, bitte die dritte Impfung unbedingt zu machen, sondern auch nach wie vor und immer wieder auch eine Erstimpfung hilft in dieser Situation. Natürlich können wir das Ruder damit allein nicht herumreißen, aber wir sollten alles dran setzen, auch die Impfbereitschaft derer, die es bisher nicht wahrgenommen haben, nach oben zu fahren. Aber ich glaube, was Sie gemeint haben, dieses Dilemma, dass wir diejenigen, die geimpft sind, jetzt zunehmend wieder einbeziehen müssen, mitzuhelfen, aus der Krise rauszukommen, das müssen wir unbedingt natürlich ein Stück mitbedenken. Und das wird sicher ganz schwierig, wenn wir gezwungen werden, wieder einen kompletten Lockdown zu machen, weil die geimpft haben, die da dieses Boot mit aller Kraft in den letzten Monaten und Jahren auch mitgerudert haben, die werden sich natürlich immer stärker fragen, ja, wieso sollen wir das machen, wenn in Wirklichkeit die anderen diejenigen sind, die dazu geführt oder die nun die Ursache dafür sind, dass wir nur 65% Durchimpfungsrate haben. Das ist ein Riesenthema. Wenn wir jetzt von der akuten Bekämpfung zu dieser mittel- und langfristigen, Herr Klimek, was Sie auch angesprochen haben und was notwendig ist, um nicht dann noch in eine fünfte und sechste Welle irgendwie zu kommen, haben Sie, Herr Simonik, zu Beginn eben Ihren Thesensatz, wenn wir nicht die Impfquote drastisch erhöhen, dann sollte eine Impfpflicht kommen. Jetzt hat der Gesundheitsminister angekündigt, dass ausgearbeitet wird für die Gesundheitsberufe. Ich nehme jetzt an, das finden Sie richtig.
Ich finde das sehr richtig und das ist wirklich hoch an der Zeit, wenngleich ich natürlich auch weiß, dass es Probleme mit sich bringen wird, wenn man das jetzt einführt. Aber wenn man insgesamt die Situation betrachtet, dann finde ich, ist es unzumutbar in einem Gesundheitsbereich, in einem Krankenhaus oder einem Pflegeheim, wenn man dort als Patient oder als zu Pflegender untergebracht ist, dass ich hier jemanden neben mir habe, der mich potenziell mit einem hohen Risiko ansteckt und ich womöglichst noch Corona bekomme und dann womöglichst versterbe. Ich glaube, wir sollten hier so ehrlich sein und wohl daran denken, dass es das wahrscheinlich im Gesundheitssystem in den letzten Monaten und wahrscheinlich in den letzten 20 Monaten gegeben hat. Und deswegen halte ich es für extrem wichtig, dass hier jetzt reagiert wird. Das Argument, das Sie auch gebracht haben im ZIP 2, dass damit möglicherweise die eine oder andere Pflegende oder der eine oder der Arzt sagt, das will ich nicht und aus dem System ausscheidet, ist möglicherweise da. Ich würde aber meinen, das müssen wir riskieren. Wir haben ähnliche Argumentationen ja schon gehabt, wie wir in Graz und auch, glaube ich, in Österreich gesagt haben, wir stellen keine neuen Ärzte, Pflegenden mehr an, wenn sie nicht geimpft sind. Da hat man genau das gleiche Argument gehabt. Wir werden sie nicht kriegen, es werden die Leute nicht kommen. Mir ist nichts bekannt, dass das funktioniert. Und wir sollten, also dass da was in die Richtung passiert ist. Auch die Idee, dass wir die einfach dann versetzen in einen anderen Bereich, das hilft denen, die an der Front stehen, gar nichts. Ich würde also dringend appellieren, das so rasch wie möglich umzusetzen. Wir müssen auch die Kolleginnen und Kollegen ein Stück schützen, die ja geimpft sind und trotzdem ein Risiko haben, infiziert zu werden. Also ich bin sehr, sehr der Meinung, dass wir das umsetzen sollten. Bezüglich einer generellen Impfpflicht hätte ich dann auch noch gerne etwas gesagt. Ich möchte nur ganz kurz zu dem angesprochenen Thema was sagen, weil ich bin natürlich die größte Verfechterin der Impfung und weiß natürlich auch, wie wichtig geimpftes Personal in Pflegestationen und natürlich auch in Spitälern ist. Und ich bin auch froh, dass man sich jetzt geeinigt hat, dass bei Neuanstellung zumindest ganz klare Kante gezeigt wird, dass nur geimpftes Personal aufgenommen wird. Ich habe vor 5 Jahren schon bei Masern darauf hingewiesen und appelliert, weil das ist genauso infektiös und ein hohes Risiko auf Geburtenstationen und dergleichen, onkologischen Stationen. Aber was nicht geht, ist, dass die betroffenen Organisationen, Trägerorganisationen, Spitäler und auch das betroffene Pflegepersonal das aus den Medien erfährt. Das zeigt, dass man nicht am gemeinsamen Strang zieht. Und das ist die Rückmeldung, die ich jetzt laufend in den letzten Tagen bekomme. Dann darf man sich nicht erwarten, wenn die das alle wirklich mitmachen und sagen, ja, wir stehen gemeinsam und ziehen am selben Strang. Weil da muss man schon das Gespräch suchen. Das ist eine einschneidende, sehr dringend, theoretisch dringend notwendige Maßnahme, wünschenswert, lässt sich, denke ich, nicht über Nacht umsetzen aufgrund der Versorgungsproblematik, die damit verbunden wäre, am Höhepunkt einer Gesundheitskrise problematisch. Aber dass man nicht spricht mit den Betroffenen, das geht nicht. Also da braucht es schon das Miteinander und das Zusammen. Und das ist offenbar seitens des Ministeriums komplett verabsäumt worden. Und das ist nicht das erste Mal. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass niemand noch, also dass Sie es aus den Medien erfahren, ist in der Breite des Gesundheitspersonals gar nicht anders möglich. Nein, die Betroffenen, Verantwortlichen. Die Verantwortlichen, Sie können mit der Gewerkschaft verhandeln, Sie können mit... Sind nicht informiert worden. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass nie mit der Gewerkschaft gesprochen wurde. Die Träger wurden nicht informiert, nicht involviert. Und das ist genau dieses Personal, das seit 20 Monaten die wirklich harte Arbeit im Kampf gegen Corona macht, die am Ende sind. Denen muss man jetzt zumindest bei dieser Maßnahme, die notwendig ist, zu der wir alle inhaltlich stehen, aber auf Augenhöhe begegnen. Das ist eine Frage des Respekts und des Umgangs. Gott, ich kann dem nicht widersprechen, weil ich nicht weiß, was das Ministerium getan hat oder unterlassen hat. Aber es ist mir eher unwahrscheinlich, dass man mit den Stakeholdern nicht spricht. Ich habe einmal im Monat in meiner Zeit immer einen Schurfix mit der Ärztekammer gehabt. Ich habe regelmäßig mit den Pflegepersonal gesprochen. Also es erscheint mir eher unwahrscheinlich, dass mit denen gar nicht gesprochen wurde. Frau von Laar, sind Sie aus virologischer Sicht für eine Impfpflicht? Ja, aus virologischer Sicht muss man natürlich für eine Impfpflicht sein, das ist klar. Also der Virologe versucht ja immer Dinge zu sagen, die Infektionen verhindern und Infektionen von
vulnerablen Personen natürlich ganz besonders. Also Ausbrüche im Altersheim oder auf Krebsstationen, das ist natürlich so das Szenario, was man möglichst vermeiden muss, nicht? Und insofern ist das natürlich aus virologischer Sicht ist so eine Impfpflicht. Aber ich glaube, allgemein kann man sagen, wir erkaufen uns ja mit sehr viel gesellschaftlichen Opfern diese Freiheit, sich nicht impfen lassen zu müssen. Also man sieht da jetzt das Pflegepersonal, die vielen Menschenleben, die es kostet, die wirtschaftlichen Einbußen, die es kosten wird. Das ist eine gesellschaftliche und keine virologische Frage, wie viel wir jetzt gesellschaftlich opfern möchten weiterhin, um diese Freiheit der Personen zu gewährleisten, die sich nicht impfen lassen möchten. Und das gilt natürlich ganz besonders für das Pflegepersonal und alle, die mit vulnerablen Personen zusammenarbeiten. Noch eine Frage zuvorher zu den dritten Stichen und dann komme ich noch zu ihm und ihm. Wegen dem dritten Stich, wie viel braucht es denn aus Ihrer Sicht? Gibt es da so eine Art Berechnung, wie viel Drittstiche es braucht, damit es nicht zu einer Pandemie der Geimpften kommt? Also ich denke, man muss zumindest die Vulnerablen doch großteils mit dem dritten Stich versehen, was man so lapidar ausdrücken darf. Also da braucht man sicherlich nahezu über 80% derjenigen, die schon geimpft sind, dass die jetzt ihren dritten Stich bekommen. Bei den Jüngeren ist wahrscheinlich der Impfschutz immer noch etwas besser als bei den Älteren. Aber auch da muss man natürlich zusehen, dass man da wieder nachimpft, weil man sonst hat man ja die Situation wie in einer ungeimpften Population am Ende, mehr oder minder. Aber warum hat man so lange gewartet damit? Das ist die große Frage. Ja. Herr Klimek, gibt es Rechenmodelle eigentlich in die Richtung mit der Impfpflicht? Was man sich natürlich anschauen kann, ist, wie vermuten wir, dass so eine Pandemiewelle dann ablaufen würde, wenn die Durchimpfungsrate in der Bevölkerung bei einer bestimmten Prozentzahl liegen würde. Die große Unbekannte ist natürlich, was kann langfristig jetzt eine dritte Immunisierung hier bringen? Da gibt es einfach keine Beobachtungsdaten, weil so lange kann man es einfach noch nicht beobachten. Was wir jetzt momentan sehen, insbesondere wenn wir einen Großteil der Bevölkerung haben, der doppelt geimpft ist, das bremst die Infektionsübertragung. Sie bremst es nicht in dem Ausmaß, um jetzt eine Zirkulation des Virus komplett zu unterbinden. Das heißt, da wird immer noch eine Dynamik da sein, auch wenn dann alle durchgeimpft sind. Inwiefern das nach dem dritten Stich ist, ist noch schwer zu beurteilen. Aber was natürlich ganz drastisch reduziert wird, sind die schweren Verläufe. Das heißt, wenn das Virus zirkuliert in einer Bevölkerung, wo fast alle geimpft sind, dann ist da das Potenzial, das Risiko, dann nochmal eine systemgefährdende Welle aufzubauen, das ist ganz stark reduziert. Und deswegen gibt es ja auch diese ganzen Maßnahmen. Wir wollen verhindern, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Und genau das erreiche ich, wenn ein Großteil der Bevölkerung eben 80-90% darüber hinaus, wenn die geimpft sind, dann deuten die momentanen Schätzungen darauf hin, kann man das sozusagen wirklich abhaken in dem Sinne, dass wir dann nicht mehr gleich immer vor einer Überlastung der Intensivstationen Angst haben müssen, wenn jetzt mal die Zahlen ein bisschen steigen? Also ich denke, alles, was wir hier beklagen, zu Recht, bis hin zur möglichen Wintersaison, die heuer wieder nicht stattfindet, und all den wirtschaftlichen Dingen, die jetzt passieren, und all den Dingen, die jetzt schon laufen, nämlich dass Intensivstationen nicht mehr für Patienten zur Verfügung stehen, die eigentlich andere Operationen brauchen würden. Das wird ja in den nächsten Wochen alles wieder schwieriger und schwieriger. All das, was wir diskutieren, hat eine einzige Ursache oder zwei, aber eine Hauptursache, dass wir über die 65% nicht drüber gekommen sind. Die zweite Ursache, die langsam jetzt gefährlich wird, ist diese Frage, wann schaffen wir es, die dritte Impfung zu geben, weil da wissen wir, dass die Wirksamkeit langsam zurückgeht. Für Astra wissen wir es, dass nach 4 Monaten nachzuimpfen ist. Ob man alle anderen nach 4 Monaten schon nachimpfen kann, da streiten die Experten, aber grundsätzlich müssen wir das machen. Aber ich weiß, dass das jetzt total unpopulär ist, was ich jetzt sage. Wenn das so ist, nicht mit der dritten Impfung, sondern ganze, warum überlegen wir uns denn nicht wirklich eine generelle Impfpflicht? Vorübergehend, zeitlich befristet. Wir haben es bei den Bocken
einmal geschafft, das in den Griff zu kriegen. Wir können doch nicht ewig zuwarten, bis die fünfte, sechste, siebte Welle kommt, bis wir, und die Frau Lader sehr diplomatisch vorsichtig ausgedrückt, bevor wir, nur weil wir den Freiheitsgrad derer, die sich nicht impfen lassen wollen, so groß halten, auf Kosten aller anderen jetzt die vierte, fünfte und sechste Welle haben. Ich würde dann gerne einen konkreten Vorschlag machen, auch einen natürlich als, nicht von der Politik oder als Politiker, sondern als, glaube ich, als vernunftsbegabter Mensch. Was spricht denn tatsächlich dagegen, die Mutter-Kind-Pass-Idee aufzugreifen? Was spricht dagegen, allen, die bisher schon geimpft wurden und die in Zukunft geimpft werden, 1.000 Euro zu geben dafür, dass sie sich komplett impfen lassen? Was spricht dagegen, das zu limitieren bis Juni, Juli nächsten Jahres? Da haben wir 6 Monate, 7 Monate vor uns, und zu schauen, ob wir da über die 80-85% rauskommen. Ich prognostiziere, ich erlaube mir das, dass das sehr wahrscheinlich gehen wird. Wenn das dann nicht geht, dass man dann tatsächlich eine Impfpflicht für alle macht ab Juli nächsten Jahres, weil wir brauchen jetzt doch endlich eine Überlegung und einen Gedanken, aber nicht nur einen Gedanken, sondern eine Umsetzung einer anderen Methode, als die wir immer hatten. Und dass wir ständig auf die Menschen zugehen, das ist wichtig. Dass wir ständig reden mit ihnen, ist wichtig. Aber ich glaube, es braucht einen ordentlichen großen Schritt. Und wenn man jetzt durchschnittlich für sozial gestaffelt, ganz bewusst, 1.000 Euro hernehmen würden, dann kostet das natürlich eine Stange Geld. Ich habe es grob überschlagen, das sind ungefähr 4 Wochen Lockdown, die wird, wenn man die Größenordnungen hernimmt, die sie früher gezahlt haben. Ja, und das rentiert sich ja allemal, das Geld in die Hand zu nehmen. Warum machen wir das nicht und sagen, wir legen das jetzt hin, wir motivieren damit die Leute und wir bedanken uns dafür, dass die sich impfen lassen, auch für das Gesundheitssystem hier was getan haben. Die haben sich impfen lassen. Ja, die haben 500 Euro Prämie, ich weiß noch gar nicht, ob die das alle bekommen haben. Ein Vorschlag von Professor Samonik, was sagen meine anderen Gäste? Bitte Frau Rauch-Kallert, Frau Nelly Wagner. Ich würde jetzt einmal sagen, die 1.000 Euro sind theoretisch machbar, es über den, ich nehme an, Sie haben es nur als Vergleich gemeint zum Mutter-Kind-Pass. Ja, der Mutter-Kind-Pass ist viel, viel höher. Über den Mutter-Kind-Pass ist es technisch nicht machbar. Die Idee sollte man aufgreifen. Wie beim Mutter-Kind-Pass. Durchaus möglich, alles ist billiger als ein totaler Lockdown oder ein temporärer oder ein Lockdown für Ungeimpfte. Ich möchte noch auf die Kommunikation zurückkommen. Natürlich ist es am Anfang gar nicht leicht gewesen, medizinisch diesen Virus zu erklären, was alles notwendig ist, weil auch die Experten wussten damals nicht und nichts und die ExpertInnen auch nicht. Aber man muss und natürlich soll und muss die Politik auf und kann nur auf ExpertInnen hören, auf die Wissenschaft hören, aber man muss manchmal auch die Politik erklären, nicht nur die gesundheitlichen Fragen, sondern auch die Politik erklären. Und das, was wir in den letzten Monaten immer wieder gehört haben, waren natürlich GesundheitsexpertInnen und da vor allem die VirologInnen. Es gibt aber auch andere GesundheitsexpertInnen, wie zum Beispiel Psychologen, Psychiater, die vor allem darauf hingewiesen haben, welche auch psychischen Schäden vor allem bei Kindern und Jugendlichen, durch einen derartigen Lockdown auch Auswirkungen haben und natürlich auf psychisch labile Menschen. Und dann gibt es natürlich auch Wirtschaftsexpertinnen, die uns die ganzen erklären. Und die Politik ist gefordert, diesen Ausgleich zu finden und sozusagen die Mittel zu finden, dass die Akzeptanz auch gegeben ist. Und auch, glaube ich, das muss man kommunizieren und muss erklären, wie funktioniert Politik, wie kann man politische Entscheidungen finden, die von einer Mehrheit der Bevölkerung auch getragen werden. Zur Kommunikation bzw. überhaupt zum Verhältnis Wissenschaft und Politik möchte ich auf jeden Fall noch in dieser Sendung kommen. Aber bleiben wir noch bei dem Vorschlag. Sie meinen, dass darüber könnte man reden. Was sagen Sie, Frau Rendi-Wagner und die beiden Experten? Bitte. Die Frage ist, warum sprechen wir denn jetzt über eine allgemeine Impfpflicht, die wirklich etwas sehr Großes und ein sehr einschneidender Eingriff ist in einer aufgeklärten, freien Gesellschaft? Wir sprechen deswegen darüber, weil es Österreich im Gegensatz zu allen westeuropäischen Ländern
in den letzten 10 Monaten nicht geschafft hat, die notwendige Durchimpfungsrate von 80% zu erreichen. Alle anderen westeuropäischen Länder haben das geschafft und stehen deswegen in dieser vierten Welle wesentlich besser da als Österreich, mit wesentlich geringeren Hospitalisierungs- und Intensivpatientendaten. Das ist die Geschichte. Dort ist es gelungen durch Überzeugung, durch Vertrauen. Skandinavische Länder, da gibt es ein verstärktes Vertrauen in die Politik und vor allem in die Wissenschaft. Das ist ein wichtiges Thema, über das wir wirklich reden sollten. Aber warum ist es in Österreich nicht gelungen? Warum hat man diesen Sommer, den zweiten Corona-Sommer, nicht genützt, um sich auf diese vierte Welle, die klar war, dass sie kommt, weil es ein saisonales Virus ist, vor dem die Experten gewarnt haben, nicht genützt, um zielgruppenspezifisch die noch ausständigen jungen Zielgruppen, die eine geringe Durchimpfungsrate haben, oder auch das Krankenhaus- und Pflegepersonal gezielt anzusprechen, um die Impfrate dort zu heben. Ganz im Gegenteil, man hat die Ausgaben und die Impfkampagne im Sommer sogar so gut wie pausiert. Da ist gar nichts passiert. Und dann stellen wir uns jetzt die Frage nach einer allgemeinen Impfpflicht, nur weil die Regierung ihre Aufgabe nicht gemacht hat, nur weil die Regierung die Verantwortung nicht übernommen hat, diese wesentlichen Schlüssel zur Pandemiebekämpfung im Schloss nicht umzudrehen. Und ich frage mich, warum man hier zum vierten Mal unvorbereitet in eine Welle geht. Das kann einmal passieren, das kann in der zweiten Welle passieren und in der dritten. Aber viermal unvorbereitet in eine Welle gehen und den Sommer nicht nützen, das ist ein großes Versäumnis und verantwortungslos. Darf ich Sie trotzdem als Ärztin ansprechen? Wir haben den Patienten vor uns liegen, warum er jetzt so krank ist, wird alles stimmen, was Sie sagen. Aber jetzt müssen wir mit dem Patienten, der krank ist und im Bett liegt, was tun. Sie haben wahrscheinlich mit allem recht, warum er in diesem Bett liegt. Ich habe nicht davon gesprochen, dass wir jetzt eine generelle Impfpflicht einführen. Ich habe darüber gesprochen, dass wir jetzt mit dieser Überlegung 6 Monate wirklich schauen, dass wir die Leute und dass wir uns bedanken und dass wir ihnen einen Tausender im Durchschnitt in die Hand drücken die und schauen, warten Sie ein bisschen, und schauen, dass sich bis innerhalb von den nächsten 7, 8 Monate das Impfverhalten deutlich ändert. Und erst dann, wenn das nicht gelingt, bin ich definitiv dafür, dass wir diesen Schritt setzen. Herr Klimek, was sagen Sie? Ich sehe es jetzt nicht, dass mein Fachbereich an da über so gesellschaftspolitische Maßnahmen die aber bewerten zu diese können. Aber was die Ökonomie, also ja, was auf dem Tisch liegt, ist, ich meine, es gibt 3 Szenarien, wie das ausgehen kann. Alle, die nicht geimpft sind, werden durchseucht. Wir fahren den ganzen Winter jetzt mit Kontaktreduktion durch und richten einen enormen psychischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Schaden an. Oder wir bringen die Impfrate in Höhen, wo das nicht möglich ist. Diese 3 Optionen muss man einfach sagen, was anderes, vielleicht irgendwas dann dazwischen noch, aber was anderes wird es nicht spielen. Ja, und da die dritte. Und da ist, glaube ich, uns allen klar, dass die Steigerung der Impfrate da der einzig wirkliche Ausfall ist und das gelindeste von all diesen Mitteln ist. Und da muss man alles dran setzen. Und da muss ich aber auch die Linie ziehen, natürlich habe ich als Bürger eine Meinung, aber aber die kann ich jetzt ja nicht sagen, ohne dass das mit meiner Expertise, die sich auf Gleichungen lösen und simulieren beschränkt, vermischt wird. Aber klar, die Impfung ist die einzige wirkliche Lösung, die wir haben für diese Krise. Frau von La, was halten Sie vom Vorschlag von Herrn Samonik? Wie gesagt, ich kann mich da meinem Vorredner nur anschließen. Das ist natürlich jetzt eine Frage, die man als Virologe nicht so beantworten kann. Aber eins ist völlig klar, es wird 3Gs geben in 6 Monaten. Dann ist man entweder geimpft, genesen oder gestorben. Und diese 3 Varianten hat man in den nächsten 6 Monaten. Und man möchte das natürlich den Anteil an Geimpften eher höher haben als die letztere Gruppe. Und deswegen ist jetzt die wichtigste Geschichte neben der akuten Reduktion der Inzidenz, dass wir ganz rasch die Impfraten erhöhen. Und wenn diese Maßnahme den 1.000 Euro dazu dient, soll mir das recht sein. Das kann ich nicht beurteilen, was da die beste Maßnahme ist, um das jetzt zu erreichen. Ganz kurz nur, es ist uns jetzt seit den letzten Wochen wirklich bekannt, wie rasant die Zahlen nach oben gehen.
Es ist nichts unternommen worden, jetzt gezielt, um diese Impfrate jetzt schnell nach oben zu bringen. Ich höre, dass Briefe im Dezember von der Sozialversicherung ausgeschickt werden mit Einladungen, man soll impfen gehen, der noch nicht geimpft ist. Das wird niemand zum Impfen bringen. Das ist wie, ich weiß nicht, wenn man irgendwie Brieftauben losschickt und hofft, dass die irgendwo ankommen. Also das kann ja nicht die richtige Politik sein, um das zu erreichen, wo wir uns alle einig sind. Die Impfrate hochzubringen ist das Instrument schlechthin. Und da gibt es auch Erfahrungen aus anderen Ländern. Man muss die Einladung schicken mit einem konkreten Impftermin. Das nennt man Nudging. Das ist der Verhaltensökonomie, um die Leute anzustoßen, impfen zu gehen. Das wirkt. Man hat es 10 Monate zum Beispiel in Österreich verabsäumt. Genau, danke. Ich würde gern zu Politik und Wissenschaft kommen. Frau Rauch-Kallert hat schon ein bisschen angesprochen. Frau von Laar, der Landeshauptmann Haslauer in Salzburg hat, wie alle mitbekommen, gemeint, die Virologen würden am liebsten alle Österreicher in ein Zimmer einsperren. Da können sie sich nicht infizieren und niemanden anstecken, aber dann werden die Leute halt an Depressionen sterben oder verhungern oder verdursten. Er hat sich zwar nicht dafür entschuldigt und hat aber gemeint, das war halt die Empörungskultur, er hat es ja nicht, er hat es quasi übertrieben gemeint. Aber wie ist es Ihnen als angesprochene Virologin gegangen und was sagen Sie zu dem Verhältnis Politik und Wissenschaft? Also ich habe mich da sehr missverstanden gefühlt, weil ich sie ja gerade nicht einsperren möchte, sondern ich möchte, dass sich alle impfen lassen, dass wir keinen einsperren müssen. Also er hat offensichtlich nicht gut zugehört. Und was sagen Sie insgesamt zum Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft? Also eben, wenn es darum geht, dass man auf die Experten und Expertinnen hören soll, wie beurteilen Sie das? Naja, man muss nicht auf uns hören. Wir sagen einfach so, nach dem, was der Wissensstand ist, versuchen wir, die aktuellen Dinge zu analysieren. Und dann muss es einen gesellschaftlichen Diskurs darüber geben, was das für Schlussfolgerungen hat und welche Handlungen die Politik aus diesen Sachen schließt. Natürlich wissen wir, ein kompletter Lockdown würde jetzt die Zahlen senken. Aber da sind ja viele Dinge zu berücksichtigen, nicht nur virologische Aspekte. Und genauso wie natürlich würde jetzt oder hätte schon längst eine verschärfte Impfkampagne oder noch mehr Druck auf die Ungeimpften diese Welle deutlich reduzieren können. Aber das ist eben die Frage, wie viel Druck will man ausüben. Da sind die Rollen einfach ganz klar eigentlich verteilt. Wissenschaftler müssen nicht wiedergewählt werden. Wir müssen auch keinem nach dem Mund reden. Wir können diese Dinge einfach darstellen, wie sie sind. Und da hat es der Politiker schon ein bisschen schwerer. Das ist ein gutes Stichwort. Also letztlich geht es immer nach dem Wahlkalender, oder, Frau Rauch-Kallert? Und es war eben, ich weiß nicht, wie Sie das gefunden haben, vom Landeshauptmann Haslauer, weil letztlich hat er eben, er hat sich nicht entschuldigt, nicht das, was man sagt, ist falsch, sondern dass sich alle darüber aufregen, ist falsch. Na, so hätte ich das nicht verstanden. Er hat ja auch. Er hat sich über die Empörungskultur aufgeregt, aber nicht darüber, was. Also, er hat sich nicht entschuldigt für das, was er gesagt nicht hat. Nicht jetzt. Also, er hat ja nicht. Es war verallgemeinert, sage ich jetzt. Das hat er ja auch gesagt. Nicht alle Virologen oder Virologinnen. Das hat gerade die Frau von Laar auch gesagt, sind fürs Einsperren. Es ist das, was die Virologen sagen müssen. Letztendlich aber müssen auch die Experten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem psychiatrischen Bereich, aus dem psychologischen Bereich, aus dem pädagogischen Bereich ihre Meinung sagen und die Politik ist dann gefordert, daraus sozusagen einen Weg zu finden, der von möglichst vielen Menschen akzeptiert werden kann und mitgetragen werden kann. Da habe ich jetzt gleich trotzdem eben eine Frage, weil was beide Experten ganz sicher nicht gut finden, ohne sie extra fragen zu müssen, ist dieser Fleckerlteppich an Maßnahmen. Und Sie sind ja vorher geschickt ausgewichen, wie ich Eva Linsinger zitiert habe, nämlich ein Wort haben Sie gar nicht erwähnt, Föderalismus. Der Herr Gesundheitsminister hätte natürlich von Gesetzes wegen die Macht, in einer Pandemie erst recht zu sagen, das muss gemacht werden in ganz Österreich nicht und nicht zu verhandeln mit den Landeshauptleuten, wenn man merkt, es geht um die Gesundheit der Menschen.
Ist das nicht ein Punkt, wo man eben sagen muss, so die Wissenschaft, haben wir jetzt auch dauernd gehört in der ZIB 2, hat ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen und das wird jetzt gemacht? Also der Föderalismus ist... In Pandemiezeiten. Im Pandemie-Föderalismus ist generell ein ausgeprägtes Phänomen in Deutschland und in Österreich. In Deutschland sogar noch stärker als in Österreich. Jeder Bundesminister und jede Bundesministerin leidet gewissermaßen daran. Aber was hätten Sie, dann frage ich anders, wenn Sie Gesundheitsministerin wären, was würden Sie machen? Ich hätte es genau so gemacht. Ich hätte Mindeststandards vorgegeben, so wie es auch heute gesagt wurde, und hätte aber den Ländern die Freiheit gelassen, diese zu verschärfen. Wien hat das genutzt, Wien hat das im Sommer gemacht, wurde ein bisschen belächelt von vielen, war höchst vernünftig. Aber es versteht zum Beispiel, wenn die Inzidenz in Vorarlberg sehr gering ist und in Wien sehr hoch oder in Oberösterreich sehr hoch, verstehen die Vorarlberger nicht, warum sie die Maßnahmen, die ganz strengen Maßnahmen mit. Also es geht ja auch hier ums Mittragen. Und ich weiß schon, dass das schwierig ist, aber so unterschiedlich ist es ja nicht. Und im Zweifelsfall, sage ich Ihnen, hören die Bürgerinnen und Bürger auf ihre Landesväter, Landesmütter mehr als auf die im Bund. Weil jeder hört die Landesnachrichten bzw. den Landessender, hört das Landesfernsehen. Also das zu kommunizieren ist keine Kunst. Da bin ich schon der Meinung, das ist durchaus richtig und auch vernünftig. Wenn es noch schlimmer wird, wird es wahrscheinlich mit dem Lockdown schon gehen. Aber mit ein bisschen Information hat jeder die Möglichkeit herauszufinden, was gilt in meinem Bundesland. Wir haben es ja auch geschafft, Ausreisekontrollen in Bezirken durchzusetzen. Und klug war es und vernünftig war es. Herr Klimek, Sie haben, ich glaube, in der kleinen Zeitung war das, es sind so viele Interviews, dass man das gar nicht mehr, sich wirklich mehr alles merken kann. Aber in der kleinen Zeitung haben Sie gemeint, dass das Problem der Politik ist, dass es entweder, am Anfang waren sie im Krisenmodus und dann geht es nur mehr um Tagespolitik. Und das ist offenbar ein Riesenproblem in der Bekämpfung der Pandemie. Absolut. Und das läuft auf zwei Ebenen ab. Das eine ist, dass wir uns gerade, wie wir alle sehen, von Welle zu Welle wurschteln. Und das liegt daran, dass es keinen klaren langfristigen Plan gibt. Dass man bei dieser Pandemie muss man in Jahren denken, wie man hier eine Strategie fährt, damit umzugehen. Und dann muss man halt auch mal schon mal im Sommer vorausdenken, was passiert im Herbst und das entsprechend eintakten, um da entsprechend vorbereitet zu sein. Aber wenn ich dann immer nur zwischen diesen zwei Monaten hin und her springe, und das ist gerade nicht opportun, da bestimmten Entwicklungen vorzubeugen, auch wenn wir wissen, je früher ich mit Maßnahmen dran bin, desto geringer muss ich gegensteuern, dann wurschteln wir uns halt weiterhin von Welle zu Welle durch. Das ist das eine. Und das zweite ist, und das war eine Erfahrung, die, also ich habe, bevor die Pandemie losgegangen ist, jetzt in viel, viel, viel geringeren Ausmaß da mit Politikerinnen und Politikern zu tun gehabt. Und was mich da jetzt auch persönlich stark überrascht hat, war, dass da häufig das Gegenüber sich fragt, wenn man jetzt zum Beispiel herkommt und man hat irgendwas ausgerechnet und zeigt die Ergebnisse, fragt wird, okay, von welcher Partei ist das jetzt gesteuert? Wo kommt das jetzt denn her? Was ist da jetzt das politische Motiv dahinter? Und dass da gar nicht mal so, dass das mal die Grundvermutung ist und dann muss man mal so sagen, nein, wir glauben das wirklich, dass das so ist. Und das waren jetzt keine Einzelfälle und das hat mich so ein bisschen, das zeigt irgendwie so den Zwiespalt, in dem wir da gefangen sind, dass da anscheinend... Also dass man der Wissenschaft auch unterstellt, indirekt parteipolitische Motive zu haben, je nach Ergebnis einer Untersuchung. Vielleicht oder? Ist man kaum noch gewohnt, mit Leuten zu tun zu haben, die nicht solche parteipolitischen Motive haben. Die unabhängige Expertise erstellen, ja. Bitte. Vielleicht eine Bemerkung muss ich machen zum Landeshauptmann von Salzburg. Ich hätte es ihm nie zugetraut, um das salopp zu formulieren. Darf ja sein, dass man salopp formuliert. Das, was mich am meisten stört, ist, dass er nachher kein klares Signal gesetzt hat, dass das einfach nicht okay war, was er da gemacht hat. Aber ich möchte schon noch was zu Oberösterreich sagen. Es wird immer kritisiert, im Sommer haben wir nicht die Impfrate hinaufgebracht. Die Kritik ist, glaube ich, berechtigt, aber nicht ganz zutreffend, weil im Sommer bei dieser Situation
Situation, die Leute zu überzeugen, ganz massiv impfen zu gehen, war wahrscheinlich schwierig. Aber was ist in Oberösterreich passiert? Da hat man, zumindest soweit ich das als wählender Bürger gesehen habe, alles niedergehalten, was Corona angelangt hat, auch in den Diskussionen, übrigens auch von allen Parteien, nicht nur von Schwarz und FPÖ, sondern auch, wie man jetzt beim Wolf-Interview ihrer Landesparteiobfrau gehört hat, da hat man das einfach nicht angeschnitten und hat sich gedacht, das gibt man jetzt unter den Teppich, und um das irgendwie drüber zu bringen, und jetzt steht man vor der Katastrophe. Also es ist nicht nur so, dass die bösen Impfgegner hier Ursache waren, dass nichts weitergegangen ist, sondern da hat die Politik wirklich aus meiner Sicht wirklich versagt in dem Sinn, als sie parteipolitische Interessen wirklich in den Vordergrund gestellt hat, damit man da irgendwie drüber kommt mit den Wahlen. Und jetzt haben wir den Scherben zum Beispiel in Oberösterreich auf. Frau Rendi-Wagner, ich habe nur eine konkrete Frage trotzdem noch auch als Informationsfrage. Heute in der Kronenzeitung hat der Infektiologe Florian Thalhammer im Interview mit Peter Filzmeier gemeint, dass die EMA, die Europäische Zulassungsbehörde, die Woche 2 monoklonale Antikörper als Infusion, also es geht um wirkliche Möglichkeiten zur Behandlung, zur frühzeitigen Behandlung von Corona-Infektionen zugelassen. Und ich zitiere, statt nun groß einzukaufen, diskutiert man seitens der österreichischen Politik lieber, wer das bezahlt, obwohl ein Lockdown viel teurer ist, und unsere Politiker machen zu lange nichts und schauen dann groß, wenn es nicht ausreichend Ware gibt. Stimmen Sie mich zu? An etwas? Das ist ein Déjà-vu, nicht? Wir hatten diese ähnliche Erfahrung, wie es um die Corona-Impfstoffbestellung ging letztes Jahr. Auch da hatte man den Preis eher in Sicht, hat einen Preisdeckel seitens der Bundesregierung eingezogen, der uns dann gezwungen hat, weniger Impfstoff abzurufen, als uns eigentlich zugestanden wäre. Ein Kardinalfehler: beim Impfstoff darf man natürlich nicht sparen. Das ist der Schlüssel zur Pandemiebekämpfung. Und auch die Therapien sind ja auch ein hoffentlich bald durchbrechendes Ereignis. Und auch hier darf man nicht sparen, völlig richtig. Aber ich möchte, das ist mir wirklich ein Bedürfnis, als auch mal Wissenschaftlerin, früher gewesene und jetzt Politikerin, auf Peter Klimek einzugehen. Das ist ein Grundproblem, das jetzt sichtbar wurde in den letzten Monaten, dass es keine strukturierte Einbindung der Wissenschaft in politische Prozesse gibt. Und umso weniger, wenn es ein krisenhafter Prozess ist. Und da gehört jedenfalls nachgeschärft, das müssen wir ändern. Es wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein, es wird nicht die letzte Welle gewesen sein. Und ich habe den Niki Popper, glaube ich, im aktuellen Profil gelesen, der sich für eine zentrale Drehscheibe der wissenschaftlichen Analyse ausspricht, die es braucht. Und auf dieser Drehscheibe die verschiedenen wissenschaftlich-medizinischen Disziplinen dann zusammengefasst werden, die Virologen, die Infektiologen, die Prognoserechner und Mathematiker und alle, die wir dazu noch brauchen. Aber unabhängig, eine wissenschaftliche Drehscheibe, die Politik unabhängig, transparent arbeiten kann, eine Entscheidungsgrundlage, eine Evidenz für die Politik aufbereitet und die auch klar und transparent kommunizieren kann an die Öffentlichkeit, ohne politischen Druck. Und das gibt es derzeit nicht. Und die Politik kann sich dann entscheiden, ob sie diesem Ratschlag, der Wissenschaft folgt oder auch nicht. Und das auch dann rechtfertigen, warum sie es nicht tut. Und ich glaube, es ist dringend notwendig. Wir haben derzeit und seit 20 Monaten eine gefährliche Vermischung dieser Prozesse. Da wird die Wissenschaft einvernommen, vermischt in politische Entscheidungsprozesse. Da wird Druck ausgeübt auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und ich halte das für eine hochgefährliche Entwicklung. Und man muss die Wissenschaft schützen und hier ganz unabhängig arbeiten lassen und transparent in der Öffentlichkeit ihren Standpunkt, ihre Meinung und ihre Forderungen darstellen lassen. Aber es gäbe ja das Instrumentarium. Schweden hat ein ähnliches Modell. Es gäbe ja das Instrumentarium, das wäre der oberste Sanitätsrat. Ja, der funktioniert offenbar nicht, wie ich jetzt sehe. Ganz zum Schluss, ich habe eine einzige Frage an Sie als Virologin jetzt. Zum Schluss, Frau Dorothee von Laar. Und zwar wird es auch nicht die letzte Mutation gewesen sein, die letzte Mutante, die wir haben. Und hier gibt es eben wieder eine Mutante Mu, die eben japanische Forscher entdeckt haben. Was können Sie uns da sagen? Und weil es ja da offenbar eben Resistenz gibt und eben zu Durchbruchserkrankungen kommen kann, ist das auch eine Gefahr für Europa? Ja, letztendlich, je mehr Virusvermehrung wir haben in der Bevölkerung, je mehr geben wir dem Virus eine Chance, was zu lernen.
Das Virus lernt auf zwei Ebenen über die Zeit, haben wir ja gesehen. Es lernt, besser übertragbar zu werden und es lernt, das Immunsystem zu umgehen. Da haben wir mit Delta schon eine relativ üble Kombination, die also, wo die Impfung nicht mehr ganz so gut wirkt und die auch deutlich ansteckender ist. Jede neue Variante, die jetzt so auftaucht, auch die Mu, da muss ich erst mal zeigen, ob die sich dann durchsetzen kann gegen das Delta-Virus, weil es ja doch jetzt vorherrscht. Aber es ist absolut nicht auszuschließen, dass die Evolution mit dem Delta-Virus nicht abgeschlossen ist. Und es gibt eigentlich nur eine Art, wie man verhindern kann, dass das Virus mehr lernt, indem es nicht mehr in die Schule gehen kann. Es geht nämlich in die Schule, indem es Menschen infiziert, sich dort vermehrt, Mutationen ausprobieren kann und schauen kann, bin ich jetzt fitter, dann kann ich meine Kollegen überholen sozusagen. Und indem wir wirklich jetzt die Virusvermehrung kontrollieren, ist der einzige Weg, wie wir solche Varianten verhindern können. Aber man muss natürlich sagen, dass es durchaus auch denkbar ist, dann die Impfstoffe anzupassen, wenn der Immune Escape, wie wir es nennen, also wenn die Umgehung der Immunantwort, wenn das Virus da der Impfung entkommt, dann ist es durchaus möglich, eben den Impfstoff anzupassen. Gerade zum Beispiel mit diesen mRNA-Impfstoffen ist es eigentlich relativ rasch möglich, da einen neuen RNA-Impfstoff zu machen. Bisher hat die Impfung ja noch mal einigermaßen funktioniert, aber es kann sehr gut sein, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren nicht drum herum kommen, dass doch die Impfstoffe angepasst werden müssen. Das Virus darf nicht mehr in die Schule gehen, sonst gilt 3G Ihrer Meinung nach geimpft, genesen oder gestorben. Das will niemand. In 40 Minuten tritt also der bundesweite Lockdown für Ungeimpfte in Kraft. Nach uns sehen Sie zum Gedenken an die Reichspogromnacht am 9. November 1938 den Doc-Film Speer Goes to Hollywood. Ich danke im Namen des gesamten Teams meinen Gästen für die Diskussion und Ihnen zu Hause fürs Zusehen. Bleiben Sie im Gespräch und reden Sie darüber. Bis nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.